Ich bekomme ein Panoramaröntgen nicht von der Zahnärztin. Hallihallo, ihr Lieben, freut mich, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Das ist eine Meldung, die lese ich hin und wieder und dazu ein kleines Video. Also zuerst einmal das Panoramaröntgen, das gehört euch, denn ihr zahlt die Kassenbeiträge, die Kasse rechnet mit dem Arzt ab und der Arzt sollte euch das Röntgenbild, wenn ihr das wünscht, aushändigen, weil ihr habt ja dafür bezahlt. Immer wieder lese ich dann so, ja, meine Zahnärztin hat gesagt, sie darf das nicht. Und ihr glaubt das. Also diejenigen, die das dann eben glauben, sich veräppeln zu lassen. Also ein Radiologe, der darf schon die Bilder sogar übers Internet nach Hause schicken. Aber die Zahnärztin, ein Panoramaröntgen, das darf sie nicht hergeben. Und ihr seht schon, wie ich grinsen muss. Es ist ein Zeichen, dass man meistens als Arzt was zu verbergen hat, wenn man sich so komisch anstellt. Bei uns, jeder, der sein Panoramaröntgen haben will, der kriegt es nach Hause geschickt. Wir schicken alles generell immer schriftlich, so auch Befunde, Diagnosen, Therapiepläne, dass es dann nachher nicht heißt, ja, ich habe es nicht bekommen. Ja, jeder kann ein Röntgen sich bei jedem Zahnarzt machen lassen, wenn er keine Versicherung hat, zahlt er dafür zwischen 40 und 80 Euro, je nachdem, wie viel der Zahnarzt dafür verlangt, und kann es als G-Pack nach Hause geschickt bekommen. Was ein Panoramaröntgen ist, dazu gibt es diverse Videos, auch was man darin so sehen kann. Und heute hat keiner mehr die Ausrede, naja, die Zahnkarriere, ich habe halt schlechte Zähne, denn so einfach wie heute gesunde Zähne zu bekommen, so einfach hat man schon lange nicht mehr gehabt. Panoramaröntgen machen, hochladen im Internet, eine unabhängige zweite Meinung sich ansehen, anhören und bei Bedarf loslegen. Wie einfach will man es noch? Also es gibt keine Ausreden mehr, aber die Menschen, die häufig ein Problem haben, zum Beispiel für ihr Recht einzustehen, dass sie ein Panoramaröntgen bekommen, obwohl es ihnen gehört, das sind auch jene Menschen, die sich häufig gerne eine Maske aufsetzen. Ja, und da braucht es ein bisschen Energien, um zu sagen, nein, ich tue das nicht, weil ich weiß, dass es mir schadet. Und diese Energie, diese Kraft zu finden, wünsche ich jedem von euch und gegenseitig können wir uns dabei unterstützen. Schreibt es mir in den Kommentaren, habt ihr schon mal Probleme gehabt bei einem Zahnarzt? Für mich ganz unverständlich, aber ja, auch das wird es geben. In diesem Sinne, alles Liebe euch.